Schwester Maria van der Linde wird in Peru bewundernd der Engel von Lima genannt. Seit mehr als 40 Jahren kümmert sie sich um die Ärmsten der Armen, die Tuberkulosekranken. Mit finanzieller Unterstützung von Adveniat hat sie begonnen, ein System aus Aufklärung und Selbsthilfegruppen aufzubauen. Tuberkulose ist ein großes gesellschaftliches Problem in Peru. 1000 Menschen sterben jährlich an dieser Krankheit. Sie ist eine Folge von Armut und Ungerechtigkeit. In dieser Familie sind Mutter, Kinder und Großvater an Tuberkulose erkrankt. Nur der Vater, der einzige Ernährer, blieb bis jetzt verschont. Die Angst, dass auch er erkrankt, ist groß. Wenn man nicht die Gesetze ändert, wenn man nicht die Gesundheitspolitik ändert, um wirklich die Tuberkulose auf integrale Art zu bekämpfen, können wir noch sehr lange Pillen geben, aber die Tuberkulose wächst weiter. Schwester Maria van der Linde bekämpft die Tuberkulose integral, indem sie Gesundheitshelfer ausbildet. Sie sollen das Netzwerk von Tuberkulose-Selbsthilfegruppen erweitern. Adveniat unterstützt diese Hilfe zur Selbsthilfe finanziell. Schwester van der Linde hatte bei Adveniat einen Antrag für ihr Projekt gestellt. Wie sieht bei Adveniat ganz konkret der Werdegang eines Projektes aus? Vom Antrag bis zur Bewilligung. Jährlich erreichen die Geschäftsstelle in Essen 3500 Anträge. Briefe von engagierten Laien, Ordensmitgliedern, Priestern, Bischöfen, auch von kirchlichen Institutionen. Sie bitten um Hilfe für Anliegen und Projekte in Lateinamerika und der Karibik. Die Projektpartner beschreiben ganz genau ihr Projekt, welche Ziele sie damit verfolgen. Zum Beispiel die Bekämpfung einer Krankheit wie der Tuberkulose. Und sie erklären, wie das Projekt umgesetzt werden soll. Die Hilfe zur Selbsthilfe steht dabei immer im Vordergrund. Der Antrag wird dann in der Essener Geschäftsstelle von einem Länderreferenten überprüft. Für jedes Land Lateinamerikas ist ein Referent zuständig. Er kennt sich vor Ort gut aus und ist mit den dortigen Lebensumständen vertraut. Diese Referenten studieren dann das Projekt und fragen, wie können wir helfen? Im folgenden Schritt bespricht der Länderreferent das Projekt mit dem Geschäftsführer. Sie schlagen vor, ob das Projekt angenommen oder abgelehnt werden soll. Das nächste Projekt, was wir hier besprechen und was Sie vorgelegt haben, handelt von der Ausbildung von Gesundheitshelfern in der Sozialethik in Peru. Vielleicht könnten Sie kurz das Projekt erklären, worum es sich handelt, die Zielsetzung, um dann zu einer Entscheidung zu kommen. Ja, das Projekt ist vorgelegt von der Schwester Maria van der Linde. Anschließend entscheidet die bischöfliche Kommission über die Vorschläge. Bei einer positiven Entscheidung werden dem Projektpartner die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt und er kann dann anfangen, sein Projekt zu verwirklichen. Nach etwa einem Jahr besucht der Länderreferent den Projektpartner und macht sich vor Ort ein eigenes Bild vom Fortschritt des Projektes und schreibt dann einen Abschlussbericht. So kann auch Schwester Maria van der Linde mit der Unterstützung von Adveniat ihren Kampf gegen die Tuberkulose in Peru weiterführen.